Freunde, was geht ab? Endlich wieder Bundesliga. Ich freue mich drauf, Freunde, ehrlich. Endlich wieder Bundesliga. Endlich wieder Fußball und endlich wieder Stadionvlogs. Ey, ich habe richtig Bock drauf. Freunde, heute Bayern gegen Hoffenheim. Neue Kamera, neues Mikrofon. Ja, ich bin einfach mal gespannt. Ich will die Qualität testen. Es können Fehler heute passieren, nimm's mir nicht übel. Wie gesagt, neue Kamera, neues Mikro. Ich würde einfach sagen, Freunde, viel Spaß mit dem Stadionvlog. Freunde, bevor es nach München geht, ich muss Haare schneiden. Ich muss meinen Bart kürzen. Ich war seit 4 Wochen nicht beim Friseur. Das muss alles mal schön gesäubert werden und so. Auf geht's. Lass erstmal zum Friseur gehen. So, Freunde, also ich bin raus aus dem Friseur. Endlich. Schaut's euch an. Schön. Die Seiten auf Null. Ich fühle mich echt wieder wie ein Mensch. Unglaublich. Also einen Monat nicht beim Friseur gewesen. Ist der Wahnsinn. Freunde, Prediction für heute Abend. Bayern gegen Hoffenheim. Ich sag's mal so, ich denke, Bayern macht heute das Ding klar. Ich würde sagen, es wird hoch heute. Es wird ein hohes Ergebnis. 4-1, 5-1, Bayern. Ja, würde ich sagen, es wird auf jeden Fall ziemlich hoch. Und ja, schade für Hoffenheim, aber ist keine Schande, gegen Bayern zu verlieren. Und ja, ich denke einfach, es wird heute echt ziemlich hoch, weil Bayern ist motiviert. Bayern, ja, ich habe ja gesehen, wie die gegen Stuttgart gespielt haben. Das ist ja der Wahnsinn, was sie da geleistet haben. Und deswegen, Freunde, also, ja, tut mir leid für die Hoffenheim-Fans, aber Bayern wird heute auf jeden Fall hoch gewinnen, meiner Meinung nach. Ich würde sagen, auf geht's nach Hause, duschen und ab geht's nach München. Also Freunde, fertig hier, alles vorbereitet. Ich würde sagen, auf geht's nach München. Freunde, ich hab's geschafft, ich bin in München angekommen. Es ist schon krass dunkel geworden. Ich würde sagen, lass doch einfach mal ins Stadion gehen, oder? Auf geht's. Freunde, hier ist auf jeden Fall überall noch Schnee. Ist richtig gut. Vorne sehen wir bei der Allianz Arena noch die Schrift. Danke Franz für Beckenbauer. Ja, ich würde sagen, auf geht's in die Richtung. Die Gerd-Müller-Statue natürlich. Jetzt würde ich sagen, gehen wir rein. So, Freunde, eingecheckt haben wir. Allianz Arena. Ich würde sagen, auf geht's. Gehen wir Richtung Block. Freunde, die ersten Bayern-Spieler kommen auch schon raus. Hier sieht man es. Wahnsinn. Schaut es euch an. Hier die Spieler. Hier ist der FC Bayern München. Hier sind die Hoffenheim-Spieler noch. Kann man mal machen. Naja. Manuel Abe am Warm machen. Schaut ihn euch an. Ey, was für eine Qualität vom Handy. Ist echt krass, ey. Schaut es euch mal an. Wisst ihr, wie nah ich da gesucht habe? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wahnsinn, echt. Die 6, Joshua. Unsere Nummer 9. Also Freunde, die Spieler kommen jetzt rein. Auf geht's, let's go. So, da haben wir sie, die Spieler. Links haben wir Bayern, rechts haben wir Hoffenheim. Ah ja, sauber. So, die Spieler stehen bereit. Wahrscheinlich eine Schweigeminute für Beckenbauer. Da tun wir natürlich nicht weiter filmen. Also Freunde, Schweigeminute haben wir hinter uns. Ich habe schon ein bisschen Pipi in den Augen bekommen, muss man schon sagen. Ja, trauriger Augenblick, aber was soll man machen, ist halt so. Die Fans von Bayern legen gerade los, Hoffenheim legt auch gerade los. Ich würde sagen, viel Glück an beide Teams. Also die Hoffenheim-Fans haben auf jeden Fall Bock heute. Bayern ist gerade noch ruhig, aber ja, ich denke, da wird auch noch was kommen. Ich glaube nicht, dass sie das ganze Spiel ruhig bleiben werden. Bayern direkt mit der nächsten Chance.
Ja, die wollen die jetzt, kommt Hoffenheim mit dem Konter. Okay. So, Freunde, jetzt kommen die Bayern-Fans. In der 12. Minute, Wahnsinn. Und jetzt toben natürlich die alle. Geil. Genau das habe ich vermisst. Genau das. Bundesliga-Stimmung. Geile Stimmung im Stadion. Geil. Freunde, let's go, weiter geht's. So, und jetzt sieht das Ganze hier schon komplett anders aus. Stimmung. Hammergeil. Freunde, Leroy Sané läuft zum Ball. Gleich gibt's Eckball für Bayern. Ja, der grinst schon, der hat was vor heute. Musiala. Oh, die kommen einfach nicht zum Schuss. Ei. Boah, was ist denn da los, ey? Meine 18. Spielminute, Eckball Bayern München. Wahnsinn. Aber wie ist denn der Schuss reingegangen? Ei, 1-0. Für den FC Bayern München, gute Freunde, kann niemand trennen. Torschütze war der Spieler mit der Nummer 42, Jamal Musiala. Dankeschön. Damit führt der FC Bayern mit 1-0. Ja gut, ich habe es mir nochmal angeguckt. Also ich dachte, der hat ins kurze Eck geschossen und der ist dann irgendwie reingetaumelt, aber nee, langes Eck, schön gezielt von Musiala, gutes Tor, 1-0 Bayern. Freunde, schaut euch mal die Bayern-Kurve an, ey. Da geht ja die Post ab, echt. Wahnsinn. Jetzt geht die Post ab. Bayern. Freunde, Bayern hat auf jeden Fall Bock auf mehr Tore, aber ja, die Effizienz fehlt ein bisschen. 1-0 geht bisher in Ordnung. Schauen wir mal, ob das zweite Tor in der ersten Halbzeit fällt. Oh, der hätte direkt abziehen sollen. Oh, Baumann, Weltklasse. Freunde, Halbzeit, 1-0 Bayern. Also Freunde, die zweite Halbzeit hat gerade eben angefangen. Ja, kurz ein paar Wörter zur ersten Halbzeit. Bayern auf jeden Fall verdient, 1-0 in Führung. Jetzt würde ich sagen, 2-0 wäre in Ordnung gewesen von Hoffenheim. Da kamen so ein paar Versuche, aber nicht wirklich effektiv. Also Bayern hat das Spiel komplett in der Hand. Und ich bin einfach mal gespannt, was Matarazzo in der Kabine den Spielern gesagt hat, welche taktischen Anweisungen vor allem jetzt folgen. Und ja, bin mal gespannt, ob Hoffenheim in der zweiten Halbzeit aufwacht oder ob Bayern weiter Druck ausübt. Also Freunde, viel Spaß in der zweiten Halbzeit. Es war Ball, ja. Ich hab's gesehen, es war Ball. Oh. Alter, was war denn da los? Freunde, der Baumann wusste aber auch nicht kurz, was Sache ist hier.
Pfosten und dann knallt es plötzlich gegen ihn. Das ist doch Wahnsinn. Keiner kommt ran von Bayern, Wahnsinn. Angriff geht weiter. Freunde, vielleicht seht ihr das. Es regnet hier oben schon die ganze Zeit rein. Ah, das ist echt nervig. Das macht das Ganze hier noch kälter, echt. So, Freunde, jetzt Eckball Hoffenheim. Neuer! Wahnsinnsparade! Freunde, direkt der nächste Eckball hinterher von Hoffenheim. Auf geht's! Konter Bayern? Ja. Freunde, 75.000 Zuschauer und natürlich ausverkauft Allianz Arena. Das war echt locker flockig gemacht. Sehr, sehr schlau vom Musiala gemacht. Ehrlich. Tor für den FC Bayern München. Gute Freunde, kann niemand trennen. Schön gesehen von Leroy Sané. Der Torschütze war dann wieder unsere Nummer 42, Jamal. Also ich muss sagen, Hoffenheim hat auf jeden Fall besser in die zweite Halbzeit gestartet als in der ersten, aber es reicht halt nicht gegen Bayern. Verdient 2-0 in Führung. Geht völlig in Ordnung, Freunde. Auf geht's, weiter geht's. Und der Leroy Sané wird ausgewechselt gegen Mathis Tell. Ah, entweder macht er heute eine Vorlage oder ein Tor. Ich hab's im Gefühl. Gelb-Rot, Hoffenheim! Oh. Okay. Frischer. Eieiei. Gelb-Rot. Oh, das hat noch gefehlt für Hoffenheim. Wahnsinn. Nächster Eckball. Also Freunde, 83. Spielminute, ich denke Bayern wird das locker lässig runterspielen. Ja, weiß auch gar nicht, ob da noch ein Tor fallen würde, aber 2-0 ist ein gutes Ergebnis. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr erwartet heute von Bayern, aber 3 Punkte sind 3 Punkte, kann man nichts sagen. Schade, schade. Die Kulisse hinterm Tor sieht natürlich auch klasse aus, mit den ganzen Schals hier. Freunde, 3-0. Harry hat es doch noch am Ende gemacht. Das wilde Tor. Diese Mannschaft ist einfach verrückt. Ey. Bayern ist vollkommen verrückt. Eckball, Bayern. Vorbei. Bayern gewinnt die Partie mit 3-0. Freunde, ich melde mich, wenn ich hier komplett mal raus bin. Also Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Mir hat es auf jeden Fall extrem Spaß gemacht hier in München. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Es war ein gutes Spiel. Ist halt extrem kalt, ehrlich. Hier liegt sogar noch Schnee auf dem Boden. Brutal kalt heute gewesen. Ich bin einfach Typ Sonne, Typ Sommer. Keine Ahnung. Freunde, das war's mit dem Video. Glückwunsch an Bayern. Schade für Hoffenheim.
Sonntag bin ich in Gladbach und schaue mir da Gladbach gegen Stuttgart an. Sehe natürlich einen Vlog dazu. Und ja, Freunde, ihr wisst Bescheid. Lasst einfach ein Abo da. Like das Video, teilt, kommentiert und wir sehen uns am Sonntag. Macht's gut, ciao.